Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zurück hier in der Friedensphase unserer römischen Republik. Gerade haben wir einen neuen Konsul gewählt, Nikostratos Sempronius. Wir sind am Beginn seines Konsulats, 63 Jahre alt. Er war vorher eigentlich Statthalter einer unbedeutenden Provinz, nämlich Rätien. Der Grund, warum er Konsul geworden ist, ist vermutlich, dass er Hausoberhaupt der Sempronier ist und der vorherige Konsul auch Sempronier ist. Das könnte einen Zusammenhang geben, und dass er Mitglied der Boni ist, und die Boni, das können wir uns angucken, sind die mächtigste Fraktion. Im Übrigen haben die Agenda Bauvorhaben, 3 Gebäude in Barium bauen. Barium interessiert uns eigentlich überhaupt nicht, aber ich denke, wir können das nicht ignorieren. Müssen wir im Blick behalten. Nun gut, ich habe die Regierung, die Ämter wieder besetzt. Das hat auch alles ganz gut geklappt. Ich zeige euch mal die wichtigsten Positionen. Der aktuelle Volkstribun ist Ciamor Alba Alit. Das ist der Kopf auch der Popularen. Der war auch schon mal Volkstribun, ist jetzt wieder geworden, zwischenzeitlich Statthalter. Der Zensor ist der alte Konsul, Opiter Sempronius Sophus. Der hat tatsächlich in seiner Zeit nicht sonderlich viel Macht angehäuft, interessanterweise. Seine Machtbasis ist sehr gering, aber Zensoramt ist natürlich auch wichtig. Aber mit Sicherheit noch wichtiger sind die Statthalter. Und hier mache ich das System, dass in den großen Provinzen ich eben nach Macht verteile. Und interessanterweise hat sich das jetzt wirklich immer mehr so ergeben, dass die Mächtigsten diejenigen sind, die in der letzten Amtszeit eine Armee geführt haben, weil die haben loyale Kohorten und häufen damit Macht an. Und so sind die meisten Konsuln sind alte Anführer. Also hier Decius Silnius bei Paulus Fabius Rullianus. Nee, ich glaube, der war vorher auch schon Konsul. Der ist einer der mächtigsten, vorher von Celtica, jetzt Cisalpine Gallien. Ich verteile das auch immer nach Bevölkerung, Gesamtbevölkerung. Und das Cisalpine Gallien ist nach Italia das die wichtigste Provinz. Dann haben wir, und das ist jetzt eine wichtige Personalie, Aruns Claudius Crassus. Das ist der einzige illoyale Charakter. Den konnten wir natürlich auch nicht als Konsul entfernen. Und das ist insofern in gewisser Weise ein Sonderfall. Hier würde ich sagen, dass man tendenziell bestrebt ist, so einen Mann per Gerichtsverfahren zu entfernen. Allerdings ist das eine Abwägungssache. Und hier ist es so, dass der so mächtig ist, das ist der absolut mächtigste Mann im Reiche, dass sich niemand das traut, weil die Erfolgschance liegt bei 4%. Und wenn das passiert, wenn man da scheitert, dann kommt es zum Bürgerkrieg. Insofern muss das wirklich gut überlegt sein. Und ich glaube, er behält dann einfach seine Macht. Aruns Claudius Crassus, den können wir vielleicht auch mal markieren, weil der eine interessante Figur ist. Ja, ich wiederhole nochmal, die viele der anderen in den großen Provinzen sind ehemalige Militärführer. Dementsprechend haben wir hier auch neue Leute. Octavius Sempronius war aber teilweise schon Legat. Der führt jetzt die Legio 1, und dann haben wir hier ein paar junge Talente und so weiter dazwischen. Ja, das sind, glaube ich, die wichtigsten Personalien, die erwähnenswert sind. Mal sehen, welche Charaktere jetzt noch eine Rolle spielen werden. Was ich gesehen habe, wir haben inzwischen die 100 Einfluss, die wir haben wollten. Und das bedeutet, dass wir Rom zur Metropole machen können. Und das werde ich jetzt auch veranlassen. Das war ja die große Sache, die wir vorhaben. Aber, oh nein! Ernsthaft, ich hatte ihnen ja das weggenommen und die Bevölkerung ist tatsächlich gesunken. Oh mein Gott, ich habe mich verkalkuliert. Die Ikone von Daedalus war doch nicht so sinnvoll. Ach du Schreck. Okay, warte mal, was können wir da machen? Wir können natürlich die Bevölkerungskapazität über eine Infrastrukturausgabe noch erhöhen, aber reichen 2,5%? Offenbar nicht. Tja, Leute, dann habe ich mich jetzt wirklich sehr, sehr schlimm verkalkuliert. Naja, so ganz so dramatisch ist es nicht, aber das heißt, wir können noch nicht die Metropole ausrufen. Ärgerlich ist es schon. Also wir müssen wieder das hineintun in den Tempel, was ich das letzte Mal rausgenommen habe. Und das waren die Manalis-Steine. Die benötigen wir wirklich in Rom. Das müsste sich jetzt eigentlich nach Monatsende hier verändern. Wobei ich sie im Moment noch nicht sehe. Ich lasse mal weiterlaufen. Ich hoffe, dass sie jetzt hier
mit berücksichtigt werden. Ja, es geht jetzt wieder hoch auf 80. Eieieiei, okay, wow. Naja, gut, also wir müssen da noch ein bisschen abwarten. Dann können wir das tun. Einfluss werden wir aber dafür dann sparen. So, dann gibt es noch ein anderes Problem und das ist echt ein bisschen grundsätzlicher Natur. Und zwar gibt es Nahrungsmittelknappheit. Na gut, jetzt haben wir Juni, jetzt wird geerntet, jetzt ist überall im Plus. Aber es könnte sein, dass es im Picenum zu Problemen führt. Aber hier können wir Gott sei Dank, na, machen wir das mal aus unseren eigenen Gebieten. Hier können wir Gott sei Dank Getreide einhandeln. Ich habe aber gesehen, dass das Ganze in Latium auch schwierig wird. Es ist einfach von der Bevölkerung her Wahnsinn. Wir sind nämlich hier, ja okay, wir sind jetzt bei plus 32, aber der Nahrungsbestand ist schon richtig, hat sich geleert hier. Ich glaube, das könnte im Winter mal echt knapp werden, Latium zu ernähren. Das Problem ist jetzt folgendes. Normalerweise würden wir selber genügend Getreide anbauen. Wir handeln, also wir verkaufen sogar von hier Getreide. Ich werde mal versuchen, dieser Getreidehandel über Exporte Getreide aus Latium komplett einzustellen. Zumindest das, was noch ab... Obwohl... Ich mache das mal. Ich mache das mal bei... Hier ging es gar nicht. Doch. Ich mache das zumindest mal bei 2 von 3. Das Problem ist, dass wir automatischen Handel, alle Handelsanfragen akzeptieren, eingestellt haben. Und ich fürchte, dass jetzt wieder Handelsanfragen kommen, weil wir ja hier einen deutlichen Überschuss haben. Und dass das dann wieder rausgeht, rausgehandelt wird. Und leider kann man das nicht für eine spezifische Provinz ein- und ausschalten. Es gibt zwar hier die Einstellung, Provinzhandel automatisieren oder nicht. Ich habe es ausgeschaltet, aber der Verkauf läuft trotzdem aufgrund dieses anderen Häkchens, das ich hier gemacht habe. Wenn ich das rausnehme, werden wir aber so überschüttet mit Handelsanfragen, dass es ein elendes Micromanagement ist. Insofern, falls das jetzt nicht klappt, falls das Getreide wieder weggehandelt wird, müssen wir über zusätzliche Importrouten noch andere Nahrung importieren. Andere Möglichkeit sehe ich nicht. Das ist tatsächlich ein bisschen ein Problem. Okay, und ansonsten habe ich mir überlegt, wir werden zumindest ein bisschen Straßenbau wieder betreiben. Das machen wir mal hier. Was ist hier? Einheitengröße besteht aus Größe oder gleich 5 Untereinheiten. Warum kann ich hier... Ah, weil wir die hier nicht zusammengefügt haben, alles klar. Die schließen wir mal wieder zusammen. Jetzt können wir eine Militärstraße bauen. Und ich will nämlich endlich das Projekt hier durchziehen, bis dahin eine Straße zu bauen. Dann nach dort. Nee, warte mal, wir machen es dort. Dann an diese Festung angeschlossen. Dann hier hoch und dann den Lückenschluss an den Hafen bis in diese Provinz. Das wäre der Plan hierfür. Eine Legion reicht, die es machen soll. Den Rest des Geldes sparen wir. Wobei wir jetzt erstmal die 400 Gold nicht ausgeben. Dann können wir sie ja vielleicht doch für was anderes ausgeben. Und zwar das Thema Messana. Ah ja, da gibt es auch Neues zu berichten. Aufgrund der neuen Gouverneure haben wir hier unten endlich einen sehr talentierten, nämlich den schon erwähnten Decius Silnius. Und der ist wirklich so gut, dass hier die Loyalität wieder deutlich ansteigt. 0,11. Das lässt mich hoffen, dass wir hier in den loyalen Bereich reinkommen, sodass wir diese Mission tatsächlich weitertreiben können. So, wir haben hier das Thema Hafenmärkte. Das können wir hier auch noch ein bisschen forcieren. Also, hier haben wir zumindest einen Marktplatz. Da können wir dann schon nochmal einbauen. Hier haben wir erstmal Platz für einen, aber den baue ich schon mal. Und hier ist Platz für 2. Da gebe ich gleich mal 2 in Auftrag. Wobei wir überlegen können, was können wir hier abbauen? Gar nichts. Wir müssten eigentlich hier eine Provinzinvestition machen. Oder wir siedeln hier Bevölkerung um. Wie viel haben wir insgesamt? 19, tatsächlich. Da würde es genügen, einen Sklaven hinzubekommen. Und wir kriegen einen Bauslot frei. Das ist ja kein Problem. Dann nehmen wir den mal aus Brundisium oder so. Also wir wollen ihn hier nach Metapontum. Bewohner umsiedeln. Ja, irgendwo, wo er nicht stört. Ich sagte Brundisium. So, das gibt... Warte mal. Bin ich jetzt hier richtig? Habe ich das jetzt richtig umgesiedelt? Nein, habe ich falsch umgesiedelt. Ich
etwa eben, ich glaube, nach Tarentum habe ich das umgesiedelt, oder? Irgendwohin, wo ich es nicht wollte. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wartet mal, wir gucken mal. Ah, ich habe sowieso komplett falsch geguckt. Wo habe ich denn eben hingeguckt, Leute? Wir haben ja nur 7 hier. Okay, also das war Quatsch. Ich habe mich irgendwie... Ich war völlig verrutscht. Ignoriert das bitte. Also auf diese Art und Weise bekommen wir keine Bauplätze. Dann müssen wir eine Provinzinvestition machen, weil Hafen und Festung jetzt wieder abzureißen... ich meinte, wir müssen eigentlich eine Festung abreißen. Ne? Das ist zu viel des Guten. Die haben wir eigentlich nur gebaut wegen der Mission. Und die Mission haben wir erfüllt. Ja, insofern ist das, glaube ich, in diesem Falle verantwortbar. Wir reißen hier die Festung wieder ab und bauen dafür noch einen Marktplatz. So, dann wäre das erledigt. Alles klar. Leichte Verwirrung, aber dann kann es jetzt erstmal weitergehen. Gut, wir müssen ein bisschen im Blick behalten. Ah, okay. Die Entwicklung von Barium, jetzt kommen sie schon mit ihrer Boni-Agenda. Die Boni hat in letzter Zeit auch versucht, Unterstützung für ein großes Bauprojekt im Barium zu gewinnen, bei dem mehrere Gebäude errichtet werden sollen, die die Massen begeistern und für Stabilität in der Provinz sorgen sollen. Es ist nur der jüngste in einer Reihe von Versuchen der Boni, in eine der Städte der Region zu investieren. Einer ihrer besonderen Schwerpunkte in letzter Zeit. Es scheint, dass der Optimus Bronius Sophus nun auch endlich gelungen ist, eine Mehrheit der Sitze im Senat für seine Sache zu sicher, das ist der alte Konsul, der sich jetzt dieser Sache annimmt. Wir gucken mal, wo ist denn Barium ganz genau? Oh, da unten, alles klar. Also im Prinzip in der Region, in der wir jetzt auch investieren. Für 150 kriegen wir dort eine Bibliothek und 2 Marktplätze. Ja, da spricht absolut nichts dagegen. Wird investiert. Ich wollte gerade in Rom gucken, wann wir jetzt damit rechnen können, wieder 80 zu erreichen. Das geht relativ schnell, wie mir scheint. Wir sind jetzt schon bei 79. Okay, das ist beruhigend. Wir importieren nicht länger Leder. Jetzt wollen die ganzen Marktplätze. Oh, was ist denn hier los? Da gibt es wohl irgendeinen Kriegsfall, der die Sache ein bisschen schwierig macht. Wir sind übrigens immer noch bei plus 5 Getreide, also bisher scheint das zu klappen. Wir haben auch einen guten Zuwachs, obwohl wir im November sind. Okay, das beruhigt mich jetzt ein bisschen. Können wir woanders denn Leder erhalten? Nee, sieht nicht so aus. Das ist natürlich schade. Stein wäre drin. Stein haben wir hier noch gar nicht. Aus Isaurien. Bringt immerhin lokal plus 4% Zufriedenheit für Sklaven, wobei das kein besonders wichtiger Faktor, ehrlich gesagt, ist. Die Sache mit den Pferden... Oh, es gibt noch nicht mal Pferde. Dann würde ich sagen, lassen wir das erstmal ein bisschen offen. Ja, wir verdienen ein bisschen Geld, aber jetzt sinnlos irgendwelche anderen Verträge einzugehen, das will ich ungern tun. Okay. Okay, keine Oliven mehr. So, da verlieren wir jetzt. Das müssen wir gut beobachten. In Brutium verlieren wir 10,3. Was ist denn da los? Ach, das ist wieder Crotone, diese Ecke, ne? Da haben wir eine Importroute verloren. Ich bin mir sicher, wir hatten dort eine Importroute. Das ist schlecht. Wir brauchen hier dringend eine Importroute. Dann muss ich möglicherweise meine eine übrige kostenlose Investition hier reinstecken, dass wir eine hier bekommen. Ja, also hier muss auf jeden Fall Getreide hin, sonst wird das nichts. Gut, wir sind im Jahr 541 nach Gründung der Stadt. Wir sind aber wieder bei 78. Okay, da muss jemand ausgereist sein. Da müssen wir in der Beziehung noch ein bisschen Geduld haben. So, jetzt wird es interessant. Wir können wir haben verhungernde Bewohner in Rom. Oh mein Gott!
das ist der Grund, warum wir nicht weiter wachsen. Ernsthaft? Ja, genau. Weil uns jetzt wieder die Getreide weggenommen wurden. Okay, das ist ja dramatisch. Minus 79. Was ist denn hier passiert? Ich habe das wohl zu lange laufen lassen, oder was? Ich habe die Warnzeichen jetzt nicht richtig gedeutet. Das können wir auch, also im Winter können wir das jetzt nicht kompensieren. Wir können nur hoffen, dass wir, also wir müssen jetzt importieren wie blöde. Und am besten Getreide, weil das bringt wirklich das meiste. Das bringt halt plus 6. Alles andere bringt nur plus 3 oder Prozent. Ja gut, die kriegen wir sowieso, Salz, ja. Und alles andere bringt halt nur plus 3. Insofern müssen wir Getreide einhandeln ohne Ende. So gut es geht. Das heißt, wir müssen im Zweifel auch andere Handelsrouten abschaffen. Hier haben wir sogar eine Wein. Warte mal, wir handeln Wein nach Kykladen. Das müssen wir sowieso mal wegmachen, damit wir unseren Überschuss da bekommen. Exporte Wein. Der muss schon sein. Aus Latium. Finde ich den. Ja, hier. Okay, also der Sache müssen wir uns jetzt mal annehmen. So, das produzieren wir selber. Das produzieren wir auch selber. Salz ist ganz wichtig. Brauchen wir weiter. Holz gibt uns Schiffbaugeschwindigkeit. Das könnte man auch lassen. Okay, wir handeln eins raus. Das ist aber in Ordnung. Das produzieren wir selber. Das brauchen wir so viel es geht. Schaden verursacht plus 10%. Das ist schon nicht schlecht. Sklavenzufriedenheit, das... Wobei, ist aufs ganze Land gerechnet, ist das schon stark. Aufstufungsgeschwindigkeit ist auch wichtig. Bürgernationale Zufriedenheit ist auch wichtig. Freie Männernationale Zufriedenheit ist super wichtig. Lokale Zufriedenheit, wisst ihr was? Den Lederimport, den nehmen wir raus. Der ist nicht ganz so entscheidend. Dafür gönnen wir uns dann nochmal Getreide. Aus Ägypten am besten. Okay, dass das jetzt so hart zuschlägt, das habe ich echt nicht gut genug beobachtet. So. Jetzt sind wir bei plus 6 Getreide. Also wir sind immer noch beim heftigen Minus. Oh mein Gott, Rom hungert. Das ist der Wahnsinn. Okay. Was sagte ich? Also ich denke, wir können den Holzimport. Verlieren wir zwar den Handelsüberschuss, ja, aber Produktionsgeschwindigkeit der Schiffe ist für uns eigentlich komplett irrelevant im Moment. Da holen wir uns lieber noch ein bisschen Getreide aus Ägypten. Puh, so. Und im Zweifel müssen wir auf irgendwas anderes verzichten. Ich meine, dann müssen wir halt auf verursachten Schiffsschaden verzichten. Okay, also wir werden das jetzt im Winter eh nicht kompensieren. Wir gehen mal zurück zum Omen. Normalerweise habe ich ja jetzt Jupiter gemacht, wegen der aggressiven Expansion. Aber wir wollen ja jetzt Geld verdienen. Ne? Deswegen werde ich jetzt mal Merkur aktivieren. Handelswert nochmal plus 11,66. Das wird jetzt die Ausfälle beim Handel irgendwie kompensieren. Passt jetzt thematisch auch. Aber das ist ja wirklich dramatisch. Naja, minus 79. Wir warten mal den nächsten Monat ab. Okay, Tributstaatszahlung. Es sind mehrere Abgesandte aus Deziatien angekommen, die Gold- und Wertgegenstände bringen. Anscheinend glauben sie, dass wir der Grund dafür sind, warum sich der Handelszufluss in ihrem Land so ausgeweitet hat, und möchten ihre Dankbarkeit zeigen. Obwohl wir etwas überrascht sind, versuchen wir, unsere Verwirrung zu verbergen und die Belohnung mit der gebührenden Achtung und Wertschätzung anzunehmen. Ja, ist doch nett. Die Marktplätze wurden hier gebaut. Das sind die dort. Ja, sehr schön. Wenn sie uns ihr Geld überlassen wollen, können wir nicht Nein sagen. Oder? 15,2. Das ist natürlich nicht so doll. Wachsende Freundschaft. Nikostratos Sempronius scheint eine starke Kameradschaft zu Potitus Cornelius Penula
Hat er irgendwie ein Amt? Nee, zu entwickeln. Okay. Gehört auch zu den Boni. Cornelia. Hm. Ja, hervorragend. So, jetzt gucken wir mal. Wir sind im April. Wie sieht es jetzt hier aus in Rom? Okay, wir sind im Plus. Das Problem ist, die Gefahr besteht halt, dass dieses Plus in den Sommermonaten nicht reicht, um das Minus im Winter auszugleichen. Das ist der Knackpunkt. Und ich würde sagen, ich gehe da jetzt echt mal kein Risiko ein, sondern werde auch die Hanfimporte abbrechen. Und stattdessen weiter Getreide importieren. Auch aus eigenen Gebieten. Vielleicht auch, naja, wir bleiben mal, naja, wir bleiben mal bei Ägypten. So. Okay, gut. Dann haben wir eine Missionsaufgabe abgeschlossen. Hafenmärkte. Prima. Die Geschichte mit den Märkten dort. Tarentum bringt uns dort nochmal eine lokale Importroute plus 1. Durch den Abschluss. Die können wir ja gleich nutzen. Okay, hier gibt es gleich zwei offene. Wobei, ja, zum Beispiel Hanf könnte man jetzt hier. Ja, warum nicht? Warum nicht? Ach, aus Apulien ist das. Unser eigener Hanf. Ja, aber Zufriedenheit. Obwohl, wo wir hier sind, auch im Minus. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir das lieber in Sizilien machen. Da haben wir natürlich keine Importroute. Nee, dann machen wir das hier. Holen wir hier Hanf her aus Apulien. Und was ist noch möglich? Wein. Wein haben wir hier auch nicht. Auch gut für freie Männer. Gut. Haben wir das direkt mal ausgenutzt. Alles klar. Wie sieht es aus jetzt in Rom? Oh, wir sind bei 80. Das heißt, die Sache mit der Metropole kann endlich starten. Okay. Ja, wir werden sehen, was die Aufwertung mit sich bringt. Welche Konsequenzen damit verbunden sind. Auf jeden Fall können wir dann stärker wachsen. Okay. Passiert das sofort? Oder dauert das eine gewisse Zeit? Das weiß ich gar nicht mehr. Irgendwas ist hier dazu. Hier, Metropole im Aufbau. Bevölkerungsproduktion minus 100%. Oha. 2 Jahre lang produzieren wir in Rom nichts mit der Bevölkerung. Das ist viel. Aber müssen wir mit leben. Flottenreichweite sind sie wieder außerhalb. Kampanien verliert im April Nahrung. Was ist denn hier los? Ah ja, hier warten wir auf die, genau, auf die Handelsinvestitionen. Aber das ist nicht Kampanien, das ist Bozien. Hier sind wir, hier oben sind wir in Kampanien. Nee, hier unten sind wir in Kampanien. Was erzähle ich? Das darf auch im Sommer nicht sein. Was ist denn hier los? Pferde. Auch hier brauchen wir Getreide, Leute. Oh mein Gott, wir werden immer abhängiger von Getreidelieferungen. Ich würde sagen, wir werden uns mal mit Ägypten mal so richtig anfreunden. Vielleicht sollten wir mal eine diplomatische Mission hinschicken. Die sind ja immanent wichtig für uns. Und ich gehe hier sogar so weit. Ich werde hier diese Pferderoute abbrechen. Obwohl Bevölkerungsproduktion was Nettes ist. Wir können uns natürlich auch Salz leisten. Plus 3% könnte auch nett sein. Achso, nee, aber kriegen wir ja irgendwo. Das andere ist nicht so spannend. Nee, dann bleiben wir bei Getreide. Getreide aus Ägypten. Das brauchen wir jetzt. Krass, dass das jetzt nochmal so zuschlägt. Ich guck mal ernsthaft. Ägypten. Wie sind unsere Beziehungen? Nicht so gut aufgrund der aggressiven Expansion. Ich werde mal versuchen, sie zu verbessern. Das bisschen kann man da schon mal investieren. Ein kleiner Nachtrag. Vibius Papirius hat einen kleinen Nachtrag zu einem oft zitierten Gesetz vorgeschlagen. Für 10 Einfluss bekommen wir 6 Stabilität. Stabilität ist auch super wichtig. Komm, wir machen das jetzt mal. Wir investieren da den Einfluss. Das hat direkte Auswirkungen auf die Zufriedenheit, das wiederum auf die Gesamtproduktion. Wirklich sehr bedeutsam. Latium bekommt jetzt plus 43.
Jetzt plus 98. Jetzt ist die beste Erntezeit. Okay, in Kampanien sind wir jetzt auch bei plus 40. Und hier warten wir auf die neue mögliche Route, die uns dann zur Verfügung steht. Das ist sie hier. Die Importroute, die ist jetzt da. Wir importieren natürlich Getreide. Getreide aus Ägypten. So, und das sollte uns hoffentlich über den Winter bringen. Mal sehen, ob das genügt. Okay, gut. Wir schauen mal. Hervorragende Bedingungen in Savo. Ob nun durch einen glücklichen Zufall den Segen von Fortuna oder einfach nur eine fleißige Verwaltung, die Produktion des vergangenen Jahres in der Siedlung Savo hat die örtlichen Autoritäten die Erwartungen deutlich übertroffen. Wo befinden wir uns dann hier eigentlich bei dieser Geschichte? Dort, okay. Also in Ligurien bei ihm hier, bei Paulus Fabius Rolianus. Wir könnten dies für einen kurzfristigen Gewinn nutzen, doch manche vertreten die Meinung, dass dies sei perfekte Gelegenheit dafür, die Sklavenbewegung in Savo zu studieren, die ungewöhnlich zufrieden und produktiv ist, und anschließend versuchen, das Gelernte in der gesamten Provinz Ligurien anzuwenden. Oder wir lassen das. Also hier würden wir, er ist auch Teil der Boni, hier würden wir Loyalität verlieren, Geld bekommen, Lehren daraus ziehen, er wird berühmter, Sklaven, ja, wir verlieren Einfluss. Oder sagen, sie haben es unter Kontrolle. Ich würde mal sagen, wir gehen da diesen Mittelweg. Rom erhält ein bisschen Geld und die Sklaven sind zufrieden. Aber Einfluss jetzt investieren, machen wir nicht. Okay, da ist irgendwie Getreide abhanden gekommen. Jetzt müssen wir echt immer reagieren. Plus 9 Getreide. Wir brauchen es. Na los. Zentrales Delta. Ägypten, unsere Kornkammer. Okay, aber schön, dass jetzt diese Mod-Veränderung so richtig mal zuschlägt. Ende des insubrischen Bürgerkrieges hat, glaube ich, mit uns nichts zu tun. Eine Sache schaue ich, hier oben ist jetzt die Straße gebaut, die ich bauen wollte. Das ist, glaube ich, jetzt hier zufriedenstellend. Was wir jetzt tun könnten, ist von hier unten, von hier vielleicht, oder von hier noch eine Straße hier bis zu dieser Provinzhauptstadt bauen. So weit, so gut. Wie sieht es hier aus jetzt mit unserer Loyalität? Wir sind immerhin schon auf 21 plus 0,16. Wir müssen, glaube ich, auf 33 oder 34 kommen. Dann können wir hier wieder bauen. Was sind denn jetzt eigentlich die nächsten Missionen? Schiffswerften in Hydruntum. Okay. Also wir lesen erstmal Hafenmärkte durch, das habe ich gar nicht richtig gewürdigt, aber das ist leider schon weg. Dann lesen wir uns Schiffswerften von Hydruntum durch. Der Hafen von Hydruntum wird eine ideale Flottenbasis und ein ideales Zentrum für die gesamte Schiffsproduktion in Magna Graecia hergeben, vorausgesetzt wir leisten die nötige Unterstützung. Okay, wir brauchen dort ein Gießereigebäude und wir müssen dort Holz importieren oder haben. Produziert oder importiert. So, wo ist denn der Hafen von Hydruntum? Da. Holz haben wir nicht, aber wir haben genug Importrouten, um das sicherzustellen. Ja, ist die Frage. Aber wir haben bestimmt selber irgendwo Holz, ne? Wir gucken mal, was wir hier... Wein ist ganz gut. Gut, Hanf auch. Nahrung brauchen wir hier nicht. Das können wir abbrechen. So, gibt es hier Holzimportmöglichkeiten? Nein. Das heißt, wir müssen mal gucken beim Handel, ob wir selber irgendwo Holz exportieren. Das ist unsere einzige Chance, jetzt irgendwie hier an Holz zu kommen. Wir exportieren auch Holz. Das machen wir aus Helvetien. Das werden wir jetzt unterbrechen. Das müsste uns dann hier die Möglichkeit geben, unser eigenes Holz hierher zu bringen. Okay. Und dann bauen wir hier eine Gießerei. Das ist eine Mühle. Da ist die Gießerei.
bin aber schon wieder falsch. Hier muss ich hin. Gießerei. Es ist unmöglich, Gießerei zu bauen. Wir brauchen die Erfindung Blacksmith. Okay. Das ist ja nun richtig doof. Ich glaube, das ist durch eine Mod oder so verändert, dass das nötig ist. Das widerspricht sich natürlich mit diesen Missionen. Puh, das muss ich jetzt mal gucken, ob das überhaupt in Reichweite ist. Wenn nicht, ist das natürlich ein bisschen frustrierend. Dann wäre dieser Zweig nicht fortführbar. Schade, dabei würde es hier um ein Flaggschiff gehen. Das ist schon ganz interessant. Naja, ich gucke mal das mal an. Vielleicht gibt es ja Hoffnung. Auf jeden Fall ganz interessant das Ganze, überhaupt das ganze Nahrungsthema, dass das so relevant wird. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin macht's gut, euer Steinwald.